Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Full Face für dich und zwar geht es um den Buchstaben W. W wie wirklich, Claudi, dein Ernst? Willst du dich wirklich schminken heute? Ja, möchte ich. Auch wenn ich in den Garten gehe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Natürlich gibt es auch noch eine kleine Verlosung und ich habe einen Kaffee am Start. Zuallererst setzen wir uns einen Haarreifen aufgrund von, sonst hast du Haare im Gesicht und das will ich nicht. Wir starten mit dem You Better Work Gym Proof Primer von Essence und der hat einen Lichtschutzfaktor von 20, was ich jetzt sehr gut gebrauchen kann, denn heute ist es mal etwas wärmer bei uns. Wevi, es ist wärmer. Wevi, Claudi, du hast echt einen Lattenschuss. Das ist halt ein schöner Primer, der halt auch dafür sorgt, dass du nicht, dass dein Gesicht nicht verrutscht, dadurch, dass du schwitzt. Der Primer ist sehr reichhaltig und zieht richtig, richtig schnell und gut in die Haut ein. Draußen spielen die Hunde. Sehr gut. Sollen sie spielen? Die Hunde? Ja, Sammy hat seine Freundin da. Wer mir auf Instagram folgt, hat mitbekommen, dass die liebe Lilly aktuell bei uns zu Besuch ist. Und Sammy freut sich sehr. So, der Primer sitzt und sieht ganz gut soweit aus und da es mit einem Lichtschutzfaktor ist, habe ich den gerne auch ein bisschen dicker aufgetragen, damit ich halt gleich auch einen richtigen Lichtschutzfaktor habe, wenn ich in der prallen Sonne, in der Mittagssonne im Garten was mache. Natürlich auf meinem Schoß habe ich wieder ein Handtuch, also wenn die Hände nach unten unter den gehen und so Geräusche machen, dann wische ich die gerade ab. Wet n Wild Photo Focus Foundation Fond de Teint Nude Ivory Ivoire Nu in der Farbe Light. Der wollte ich auf jeden Fall noch mal eine zweite Chance geben, weil die jetzt in meinem Wet n Wild Full Face nicht so ultra gut dabei weggekommen ist. Die kommt ja mit diesem Spatel. Und das gebe ich mir jetzt erstmal so auf. Ich versuche das jetzt auch heute nicht so dick zu machen. Jedenfalls versuche ich das. Verteile sie mir zunächst mit den Fingern und arbeite es dann mit dem Wet n Wild Schwämmchen in die Haut ein. Ja, auch die Farbe geht ziemlich gut klar, ne? Also, naja, die bleibt. Wird jetzt natürlich noch unter extremen Umständen im Garten gleich getestet. Das ist eigentlich total freaky, ne? Aber ich wollte jetzt heute einfach mal so einen ganz dezenten Look irgendwie versuchen zu schminken mit den Produkten, die ich mir mit W rausgesucht habe. Das ist halt nicht, ich wollte jetzt nicht mit blauem Lidschatten in den Garten gehen. Das ist ein bisschen krass, ne? So. Die Foundation ist eingearbeitet, die Foundation sitzt und die Foundation, doch die gefällt mir jetzt eigentlich doch immer mehr, immer mehr. Von Judith Williams verwende ich den Concealer, der schon sehr benutzt ist, den Rich Concealer. Ich glaube, der hat einfach keine Farbe, ne? Vitamin E ist hier mit drin und das waren die Produkte von ihr, die keine Farbe hatten. Das hat hier vorne so ein Puffelding dran. Habe. So, der ist auch schon ganz gut benutzt. Also da kommt nicht mehr das meiste raus. Aber ich brauche den so lange auf, bis da gar nichts mehr rauskommt, weil ich den eigentlich ganz gut finde. Hallo Lilly. Na, bist du jetzt auch hier bei mir im YouTube-Zimmer? Hast du dich verirrt? Das Ganze arbeite ich mit dem Schwämmchen ein. Ja, du hast es schwer, ne? Ich weiß wohl. Ich gebe den immer auch automatisch auf meine Augenlider, was eigentlich total bekloppt ist. Weil ich ja gleich auch noch eine Eye Foundation habe, aber egal. Meistens möchte ich den hier unten auch noch ein bisschen mehr runterziehen. Das kommt echt überall raus, nur nicht oben, ne? Ja, und der Concealer ist halt auch ein bisschen dunkler irgendwie. Aber deswegen halt auch sehr alltagstauglich. Ja, Eye Foundation habe ich eben von gesprochen. Die mache ich mir jetzt drauf von Catrice. Waterproof Eyeshadow Primer Matt. Habe ich mir letztens ja mit meiner Mom zusammengeholt, als wir in der Stadt unterwegs waren. Lässt sich gerade nicht öffnen. Warum nicht? Warum nicht? Alter. Ich frage mich dann immer, drehe ich in die falsche Richtung? Nein. Oh. Okay, ich habe es etwas demoliert, ne? As strong as you are ist die Farbe. So. Und jetzt haben wir hier ein Applikator-Viech, was aussieht wie ein Lipgloss-Bürstchen. So. Genau. Kommt auf die Augenlider drauf und wird eingearbeitet. So, die Lider sind geprimed. Alles ist soweit abgedeckt.
wie auch immer. Ist jetzt keine hohe Deckkraft, oder? Vom Concealer. Ist relativ leicht, aber das ist halt alltagstauglich. Die Foundation, die gefällt mir ganz gut, ist aber halt auch eher eine mittlere Deckkraft. Also Rötungen kommen durch, Sommersprossen kommen durch. Im Prinzip kommt alles bei mir wieder durch, ne? Aber das ist nicht schlimm. Ich mag meine Haut. Und ja, jetzt möchten wir alles setten. Manhattan Wake Up Radiance Finishing Powder Natural Glow in der Farbe 001 Ivory. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr glitzer damit. Das wäre jetzt nämlich was, ne? Wenn ich sage, ich mache hier so ein dezentes Make-up und sitze dann da wie eine Glitzerkugel oder wie eine Disco-Kugel, weil das glitzert schon ziemlich. Ich weiß nicht, ob man das so... Ja, da sind schon Schimmerpartikel mit drin, ne? Ja, wir gucken mal. So. Erstmal alles soweit setten. Vor allem der Concealer möchte gesettet werden. Huch! Okay. Ja. Sehr pudrig. Oh Gott, ja, das hat schon Schimmerpigmente mit drin. Also Glitzer. Hoffentlich nur die erste Schicht. Vielleicht ist es darunter etwas entspannter. Ich weiß es nicht. Oje, oje, oje. Och, es hält sich in Grenzen. Also ich weiß noch nicht, wie ich dieses Puder finde. Echt nicht. Das muss ich noch ein paar Mal öfter austesten. Es mattiert zwar ab, was ich ja eigentlich nicht so ultra gerne mag, aber da kommt ja noch Highlighter und so drüber. Aber durch diese vereinzelten Schimmerpigmente hast du immer mal wieder so ein bisschen Schimmer auch auf dem Gesicht, ne? Groben Glitzer mag ich jetzt eigentlich nicht so gerne auf dem Gesicht überall verteilt haben. Aber wenn das halt so ein normaler Glow ist, mag ich das gerne. Das ist irgendwie mag ich das Puder, aber irgendwie bin ich mir halt auch noch nicht so ganz so sicher damit. Deswegen, das wird noch ein paar Mal auf meinem Gesicht landen und testen. Ja, also zum Setten auch von dem Concealer kann man das ganz gut nehmen. Dafür finde ich das eigentlich sogar noch sehr, sehr schön, dass es halt ein bisschen glitzert oder halt Glow hat oder wie auch immer Schimmerpigmente. Dann hast du halt auch das unter den Augen und das finde ich eigentlich ganz nett, weil das halt so das Ganze noch frischer aussehen lässt. Ja, also eigentlich ein ganz cooles Puder. Wird noch weiter getestet. Ich habe hier übrigens immer meinen Pinselreiniger stehen, also diesen, ne, wie heißt das denn hier? Catrice Quick and Easy Brush Cleanser Pot. No water needed. Deswegen kann ich es auch bei diesem Video in die Kamera zeigen. Ich habe das immer hier stehen. Ne? Dann kann ich die Pinsel nämlich zwischendurch reinigen und kann dann zum Beispiel diesen Pinsel auch für Blush und Bronzer verwenden. Und muss nicht so unheimlich viele unterschiedliche Pinsel verwenden. Das ist doch großartig. Wo wir schon mal bei Blush und Bronzer sind, nehmen wir doch schon mal den Bronzer. Von Alverde mit Vanessa Mai, Wolke 7, der Bronzer. Da verwende ich halt nur den matten. Den schimmernden, der gibt mir nichts. Also ich werde auch wirklich aus diesem Duo nur den matten verwenden. Grundsätzlich, denke ich mal. Vielleicht den schimmernden mal als Lidschatten. Genau. So, Bronzer gebe ich mir auf. Den musst du aufbauen, aber der ist schön. An der Stirn ist er mir noch ein bisschen fleckig, aber das ist nicht schlimm. Wenn nachher das Setting Spray kommt, dann vermischt sich eh alles nochmal ein bisschen besser, aber... Irgendwie möchte das hier gerade nicht. Also ich finde, man sieht immer schon diesen Unterschied vom Haaransatz, ne? Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, meinen Haaransatz zu schminken. Das gibt es nicht. Ja, Bronzer sitzt, ist relativ easy peasy, ne? Also ein leichter, aufbaubarer Bronzer, der mir gut gefällt. Als Blush nehme ich hier von BH Cosmetics den Floral Blush oder auch die Duo Wangenfarbe, wie hier hinten drauf steht. Deswegen kann der auch für den Buchstaben W genommen werden. Genau, da steht es nämlich Duo Wangenfarbe. So schaut der aus. Und da gehe ich einmal mit meinem Pinsel so rein und gebe mir den auf die Wangen. Ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen fleckig geworden und ich weiß nicht warum. Aber das ist auf jeden Fall ein relativ intensiver Blush, wo man halt aufpassen muss. Das Einzige, was mich eigentlich bei dem stört, sind diese Glitzerpigmente in dieser großen dunklen Blume. Deswegen weiß ich nicht genau, wie ich das jetzt finde und ob ich ihn behalten werde. Und ich glaube, Leute, der wird weiter wandern, weil er ist mir zum einen gerade echt fleckig geworden, was ich doof finde. Zum anderen... Gefällt mir dieses Glitzer überhaupt nicht. Schimmert noch mehr als das Puder. Sieht auch irgendwie ein bisschen schmutzig gerade aus. Naja, ich trage den dennoch auf der anderen Seite auch noch auf, um es einfach gleichmäßig zu haben. Schön finde ich eigentlich, dass er so intensiv ist, ne? Und dass man halt da richtig mit Farbe arbeiten kann und richtig auch Farbe aufs Gesicht bekommt. Und nicht 50 Mal in den Blush rein muss, sondern man geht ein, zweimal rein und hat direkt einen Blush. Ein Blush. Und nicht ein Blushchen. Aber irgendwie gefällt mir das jetzt gerade noch nicht so ganz. Aber ich muss noch drüber nachdenken,
wie sich das so verhält, auch in der Zeit und wie das gleich im Tageslicht aussieht. Aber ich glaube, der wird auch weiter wandern dürfen. Das heißt ja auch, das ist das einzige Produkt bislang. Ne, das Glitzer geht mir auf die Nerven. Schade. Schade, schade, schade. Kommen wir zu den Augen. Da habe ich hier von Wet n Wild die Lidschattenpalette Comfort Zone. Das ist diese hier. Und damit werde ich jetzt einen relativ natürlichen und einfachen Look schminken. Das heißt, ich verzichte auf das Petrol und ich verzichte auch auf das Grün. Entschuldigung. Aber davon habe ich ja auch schon einen sehr intensiven Look geschminkt. Aber da ich ja heute in den Garten gehe, mache ich das alles ein bisschen sanfter. Da ich in der Palette keinen richtigen Ton habe, um meine Lider zu setten, nehme ich hier aus meinem Quad einfach den Ton, welchen nehme ich denn da? Den hier unten in der Mitte, um meine Lider zu setten. Beide Paletten besitzen keinen Spiegel, deswegen muss Janas Spiegel wieder herhalten. Boah, nee, jetzt wo ich den Blush auch aus der Nähe sehe, den muss ich definitiv aussortieren. Das ist nichts für mich. Als erstes nehme ich mir diesen Ton und setze ihn mir in die Lidfalte. Was heißt schon Lidfalte bei mir, ne? Ich ziehe mir den ja immer relativ weit nach oben, weil ich ja Schlupflider habe und male dann wirklich hier oben so hoch, wie es halt geht und wie es halt noch in irgendeiner Art und Weise ordentlich aussieht. Mit der ersten Transition Shade, also mit der ersten Übergangsfarbe. Und damit ich hier quasi ein Auge habe. Diesen Ton gebe ich mir, das ist ein Schimmerton, ne? Den gebe ich mir auf das komplette bewegliche Lid. Den blende ich auch so ein bisschen noch nach oben hin aus. In den Lidfaltenton. Diesen dunkelbraunen Schimmerton setze ich mir außen hin und blende den quasi auch in meine Lidfalte rein. Aber ganz vorsichtig, quasi so. Also ich fange hier an, kreisende Bewegung und ziehe dann hier an meinem Knochen entlang so ein bisschen nach vorne. Ganz leicht. Ich bin wirklich nur vorsichtig reingedippt, ne? Das musst du nicht doll machen. Ist einfach nur so ein bisschen, um Tiefe zu verleihen. So, wir machen den Pinsel sauber und verblenden nach oben hin die Kanten auch wieder ein bisschen, damit das Ganze smooth ist und nach hier unten hin auch. Diesen ganz hellen Cremeton nehme ich mit dem Finger auf und setze ihn mir einfach hier auf das Zentrum drauf. Das macht einfach noch so ein kleines Highlight. Und wir verblenden hier die Farben in der Lidfalte wieder ineinander. Das dunkle Braun, was ich zum Vertiefen genommen habe, setze ich mir auch noch vorsichtig hier unter meinen Wimpernkranz, aber nur außen. Dann nehme ich mir die Farbe, die ich mir auf mein Zentrum gegeben habe, sowohl als Inner Corner Highlight als auch als Augenbrauen Highlight. Auch das nur ganz dezent. Augenbrauen sitzen, also Augenbrauen sind gehighlightet, Inner Corner ist gehighlightet. Ja, das war die Palette. Jetzt mache ich mir mal eben die Augenbrauen. Da nehme ich den Catrice Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Eigentlich ist es bekloppt, ne? Da steht man morgens auf und denkt sich, worauf hätte ich heute Lust? Ich möchte heute ein Schminkvideo drehen und ich müsste in den Garten. Verbinde ich das Ganze doch mal und gehe geschminkt in den Garten. Eigentlich total bekloppt. Ich würde nie sonst geschminkt in den Garten gehen. Aber hey, ich wollte es, ich mache es. Und ich übertreibe es auch nicht. Ich versuche es jedenfalls. So kann man aber wirklich mal gucken, ob dieser Primer sweatproof ist, wa? Beziehungsweise gymproof. Weil mein Garten ist mein Fitnessstudio. Oh ja, die Augenbrauen sitzen einigermaßen. Die lasse ich jetzt erstmal so. Ja. Ja, was heißt hier erstmal? Die lasse ich jetzt so. Das ist ein guter Augenbrauenstift. Ich mag ihn sehr gerne. Und jetzt würde ich einmal mein Gesicht highlighten. Da habe ich auch von Wet n Wild das Highlighting Powder in der Farbe Blossom Glow. Es ist sehr dezent. Mir wurde mal gesagt, ich sollte es nass auftragen, dann wird es heftiger. Ich glaube, Jana hatte mir das geschrieben. Aber ich will es ja gar nicht so heftig heute haben. Deswegen passt mir das ganz gut, wenn der nur dezent ist. Bin ja sonst kein Fan von dezenten Highlightern. Wenn schon, denn schon. Aber es passt schon. Ja, ne?
Highlighter sitzt, jetzt wird das Ganze gesettet. Ich bin immer noch so nah bei euch, weil ich gleich noch die Augen zu Ende machen muss. Deswegen. Wet and Wild Photo Focus Natural Finish, das Setting Spray, das aussieht wie eine Eieruhr. So, weiter geht die wilde Reise auf eine angenehme Art und Weise. Wir haben einen Manhattan Wonderwing Eyeliner and Stamp in der Farbe 001 Black hier, der getestet werden möchte. Den habe ich euch auch in meinem Haul gezeigt. Genau, der hat diese interessante Spitze und da möchte ich mal wirklich gucken. Ich meine, so ein Wing im Garten macht jetzt nicht so ultra viel her, ne? Nicht so wahnsinnig witzig, aber gut. Ich gucke mal, ob ich da wirklich ein Stamp und Zieh machen kann. Oder ob ich mir damit jetzt mein Augen-Make-up versaue. Das hat gut funktioniert. Okay, krass. Das hat jetzt mit einmal, ich meine, man muss sich erstmal orientieren und ich weiß nicht, ob ich das symmetrisch hinkriege, aber muss man jetzt noch ein bisschen ausfüllen, aber besser als ich dachte. Die Frage ist nur, kriege ich das genauso symmetrisch auf der anderen Seite auch hin? Diese und weitere Fragen. Wie habe ich das jetzt gehalten? Wie habe ich das gemacht? Ich habe es so und dann gezogen. Es wird sowas von asymmetrisch. Hoffentlich nicht. Also, ich habe es einfach angesetzt und gezogen. Es ist einfach nicht symmetrisch. Scheiße. Mist. Ist jetzt ein bisschen dicker geworden, als ich wollte hier. Das erfordert noch etwas Übung meinerseits, aber in der Theorie, wenn das so funktioniert wie bei dem, ansetzen, ziehen, dann ist geil, ne? Aber so ist es jetzt natürlich total asymmetrisch geworden. Erfordert Übung, aber ansonsten finde ich es cool. Kann man sich in der Theorie so einen richtigen Cat-Eyeliner mitziehen, ne? Ja. Bin da immer noch geflasht von, ja. Aber der sieht kacke aus. Ja. Übung macht den Meister, ne? Okay, Mascara. Da habe ich diese hier von W7, Absolute Lashes. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie die They Are Real von Benefit. Und die wird jetzt mal getestet, ob das wirklich vergleichbar ist. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich nicht beide jetzt teste, sondern nur diese hier. Weil die They Are Real von Benefit hat leider kein W drin. So, es kommt auf jeden Fall relativ wenig Produkt raus und jetzt wird sie aufgetragen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wer mich kennt, weiß, die Mascara wird weiter wandern, denn es ist mir zu wenig. Zu wenig! Ja, also sie ist sehr trocken, wie sie da rauskommt und sie trennt die Wimpern schön. Ja, sie macht einen schönen Schwung, sie macht einen schönen Augenaufschlag, aber es ist mir zu wenig. Es ist mir einfach zu wenig. Übrigens hat sich hier unten auch ein Krümmel hinterlassen. Aber den konnte man einfach so wegmachen. Das ist nicht so schlimm. Ja. Mir gefällt der Augenlook übrigens. Einfach mal was etwas Dezenteres, etwas Entspannteres. Dennoch, die Augen sind betont, aber nicht zu krass. Also es ist ein ganz normaler Look. Alltagslook. Um den Alltagslook jetzt zu zerstören, nehme ich den Claudies Welt Urban Decay Lippenstift. Da steht Claudies Welt drauf. Das habe ich mir personalisieren lassen. Deswegen, ja, ist das jetzt der ultimative Lippenstift. In der Farbe Faith Metallized. Nur, der ist wirklich metallisch und der kommt nun auf die Lippen. Ja, auch wenn das nicht so die beste, ich arbeite jetzt im Garten, Farbe ist. Doch, eigentlich schon. Kann man machen, ne? Ja, und das ist jetzt tatsächlich mein fertiger Look zum Buchstaben W. Mir gefällt es eigentlich echt gut. Also ich finde es ziemlich schön, ziemlich glowy. Ich stehe auf diesen Wing und ich muss das hinkriegen, dass ich den immer hinkriege. Wahnsinn. Ne? Ich bin mir bei diesem Highlighter echt nicht sicher, ob ich ihn behalten werde oder nicht. Ich denke, dass ich ihn noch ein paar Mal verwenden werde. Ich denke, dass ich ihn auch mal nass auftragen werde. Irgendwie ist er ganz cool, aber er ist halt wirklich ultra dezent, ne?
Und weil ich nichts mit W gefunden habe, was ich in die Verlosung packen kann, nehme ich hier von Essence die Berry On Lidschattenpalette. Das ist diese hier, die halt, diese schönen Farben hat. Und die kannst du in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Als Parfüm verwende ich übrigens, auch wenn es jetzt keinen Sinn macht, das im Garten zu verwenden. Aber gut, dann stehen die Bienen wenigstens auf mich. Von Varenzia White Eau de Parfum, dieses hier. Das ist so ein richtig schöner Vanilleduft. Oh. Ich mag den. Ja, genau. So, das haben wir jetzt hier auch. Mache ich ja eigentlich. Okay, ja, das war das Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!